Ja, jetzt können wir ja nicht aus dem Haus gehen, da muss man sich Alternativen suchen, ne? Vielleicht ja online, aber mir kommt es gerade vor, irgendwie alle, was eh geil ist, alle ballern ihre Home-Sessions raus und man hat ja irgendwie auch überhaupt gar keinen Überblick mehr, oder? Also. Das stimmt. Das ist auch gut, dass du das so ansprichst mit dem Überblick, den man verliert, weil es gibt ein paar Seiten, die sich dafür einsetzen, da Überblick zu behalten. Da gibt es so Seiten wie zum Beispiel Tonspion. Und Tonspion ist der erste Musikblog gewesen Deutschlands damals. Und die erreichen relativ viele Leute und haben dort einen Online-Kalender eingerichtet, wo sie eben anschreiben, was für Live-Events es gerade gibt. Weil du sagst es eben, der macht Live-Events, der macht da Live-Events und es ist auf Instagram, auf Twitter, auf keine Ahnung was. Und das ist hier alles übersichtlich quasi angegeben. Zum Beispiel am 19.04. um 2 Uhr, 2 Uhr nachts. Ja, Lady Gaga und Friends machen eine One World Together at Home. Und dann steht auch immer halt dabei, wo das zu sehen ist. Hier ist es auf einer Homepage, dann gibt es auch Instagram und so weiter. Und die haben das halt für die nächsten paar Tage. 20.04. um 19 Uhr, Sophie Tucker. Kennen Sie noch? Ja. Auf Geil! Ja, Instagram. also das hätte ich so gar nicht am Schirm gehabt. Also ich meine, Alter, ja bitte. Ich liebe diesen Track. Aber drück jetzt da mal, also wenn du da jetzt drauf drückst, auf so, kann man da. Achso, da kommt man dann direkt auch zum Stream, oder wie? Ah ja, okay, das ist praktisch. Ja, stimmt, da würde man direkt zum Stream kommen. Ah, nice. Okay, also das ist auch alles verlinkt. Man muss dann nicht extra wieder die Seite suchen, wo das passiert, sondern klickst drauf und bist am Set. Oh, das ist praktisch. Das ist nice. Und die Sachen, die eben besonders gerade besonders groß sind, beziehungsweise besonders viel auch angeschaut werden. Miley Cyrus hat nämlich sowas wie eine neue Talkshow gerade gehabt. Bright Minded, wo sie all ihre Freunde und Freundinnen halt einlädt und diese Freunde und Freundinnen sind halt alle Stars, weil Miley Cyrus ist auch ein Star, weißt du? Und dann reden sie halt so über Gott und die Welt, glaube ich, wobei eher über Musik. Ich weiß es nicht genau, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ja, richtig geile Sache. Also, da kann man sich auf jeden Fall die Zeit zu Hause versüßen.